Miau, willkommen zurück zu Commander Keen 4 Secret of the Oracle. Ach, eigentlich. Also erstmal, was zur Hölle habe ich mir damals dabei gedacht, als wir das hier angefangen haben, einen schwierigen Schwierigkeitsgrad auszusuchen? The fuck? Commander Keen ist scheiße schwer. Warum habe ich das getan? Ich bin so blöd. Egal, wir haben es nun mal getan. Ich weiß gar nicht. Irgendwo war so ein Secret-Gang. Aber ich glaube, ich habe den auch als Kind nie gefunden. Egal. Wir machen mal wieder hier weiter. Eigentlich habe ich keinen Bock auf Commander Keen. Aber weil ich die ganze Zeit Mutant Mats gucke bei Matty, habe ich einfach Lust auf einen Jump'n'Run. Und ich werde mir Mutant Mats auch holen, aber ich werde es jetzt noch nicht spielen. Ich warte, bis der Matty fertig ist. Ich finde sowas immer blöd. Aber es gefällt mir voll gut. Ich will das auch machen. Kann ich mich hier ein bisschen quälen? Ich weiß gar nicht, was machen wir für ein Level. Also, oh, warum habe ich das so schwer gemacht? Da unten, seht ihr das noch? Eine Pyramide? Oh, wie kam man da hin? Oder kam man da erst hin, wenn man alles andere gemacht hat? Ich bin der Meinung, es gab eine Secret Passage. Oh Leute, by the way, Ankündigung. Ich habe es schon auf Twitter und Facebook gepostet, aber es gibt ja Leute unter euch, die keins von beidem besitzen. Ihr habt danach gebeten, sag ich mal, ja, meine Freundin und ich werden Outlast Whistleblower machen, wenn es dann kommt im April. Ich bereue es jetzt schon. Ich weiß nur nicht, also ich weiß ja nicht genau, wann es im April kommt. Tatsächlich ist es so, dass ich auch ein paar Tage im April gar nicht da bin, weil ich in London auf der Buchmesse bin. Egal, wir kriegen es schon hin. Vielleicht kommt es nicht direkt am Release-Tag, weil dann brauchen wir ja wieder beide Zeit. Und ja, oh Gott, ich fürchte, ich hoffe, dass es nicht so lang. Wir müssen es ja theoretisch wieder in einem Abend durchzocken. Naja, mal sehen. Ich glaube, ich würde gerne dieses Level machen. Oder aber das hier. Aber hier weiß ich nicht mehr, wie das war, weil da drin ist der Taucheranzug, den wir für die Schwimmdinger unten brauchen. Das habe ich noch nicht gemacht, ne? Ich muss kurz mal gucken. Und ich weiß nicht mehr, wie das war, weil wenn man den Taucheranzug holt, dann ist das Level beendet. Baba. Ja. Aber dann hat man ja das Level an sich nicht geschafft. Ach, egal, ich weiß nicht. Ich schätze, das wird eh nichts werden heute. Ich speichere mal. Control Panel. Ja, Let's Plus. Damals waren da die Buchstaben noch. Ha. 3. Ist das echt erst der dritte Part? Nein, nicht Quit. Return to Game. Ach. Hillbill. Oh, fuck. Hier gibt's auch Hillbillys Wetten. Pop. Gott sei Dank, wir haben nämlich nur für wenige. So, jetzt, kurz nochmal die Steuerung schauen. Ah ja, da war's. Hab ich das Level letztes Mal schon gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Oh! Ach, Mist. Habt ihr gesehen, das ist eine unsichtbare Plattform. Habe ich die schon mal gezeigt und habe versagt? Oder wollte ich schon mal aufnehmen und es lief so schlecht, dass ich gesagt habe, vergiss es, machen wir nicht. Ah! Ich versuche mal unten lang. Ich weiß nämlich, dass ich irgendwann mal versucht hatte aufzunehmen und dass das aber einfach nur ganz schrecklich war und dass ich es dann gelassen habe. Möp. Aber alles andere ist ja nicht viel besser, was ich gerade so zur Auswahl habe. Bei den blöden Janas. Ah. Janas ist das. Stirb. Stirb. Übrigens voll gut, wir haben ja 99 Schuss. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben quasi das, was wir darüber eingesammelt haben, so ein bisschen als Extra-Schuss. Hallo. Princess Lindsay says, there's gear to help you swim in Three-Tooth Lake. It is hidden in Miragia. Thanks, your highness. Ups. Ja, das habe ich euch eben auch schon gesagt. Ich bin eigentlich die Prinzessin, ich bin Lindsay. Ups, verraten. So, und jetzt wird das Level total schwer. Sorry, dass ich auf die vielen Punkte gerade scheiße, aber... Aber es ist so schwer. Dumm. Oh, oh Gott. Okay. Oh, ich wusste es. Einer von euch lebt. Oh, das ist das Ziel. Oh. Mamam. Cool. Ja, hätte besser laufen können. Oben. Ich glaube, ich habe das letztes Mal euch gezeigt, oder? Ich habe Spieleramnesie. Vielleicht habe ich euch auch beide gezeigt. Ich habe keine Ahnung.
Nee, das letzte Mal waren wir doch oben in dem Eisding. Ja, gehen wir mal hin und holen uns mal den Swimsuit. Wow, fuck. Die bösartigen Fliegen, ey. Warum dieser Schwierigkeitsgrad? Was ist blöd, wenn ich sonst nichts... Aha! Wenn ich sonst nichts einsammle, ich weiß. Eventuell... Oh, geh da weg. Ich komme so gar nicht rein. Nee, ist mir zu heikel. Eventuell... spiele ich nochmal nach. Oh, auf leichter. Und mit leichter meine ich eigentlich wirklich leicht. Ich meine, ihr habt es ja in den bisher... Massiv bleibt. Oh, Gott sei Dank. Ihr habt es ja in meinen bisherigen Parts schon gesehen. Das Spiel ist so schwer. Man stirbt ja auch immer, sobald man... Da ist wieder irgendwo eine Schnecke. Sobald man einmal getroffen wird. One-Hit-Tode kann ich ja nicht leiden. Oh. Aber so ist es hier. So. Ich würde euch jetzt gerne zeigen, warum ich nicht da links reingegangen bin. Da ist so ein böser grüner Wurm. Aber er kommt jetzt nicht. Oh, toll. Ich weiß auch, wo der Swimsuit ist. Dennoch frage ich mich aktuell immer noch, wie das ist, weil eigentlich möchte ich ja das Level ganz machen und nicht nur den Swimsuit holen. Ich weiß nicht, mit welcher Variante wir es nochmal machen können, wenn wir Swimsuit haben oder das Level geparkt. Naja. Ach, es hat so schön wenig Frames. Es geht wieder schnell zu rendern. Und hochzuladen. Das ist auch ganz toll bei Sacred. Uah. Das geht nämlich auch unfassbar schnell. Es braucht eine halbe Stunde für eine Viertelstunde Part zu rendern und dann braucht es eine Stunde zum Hochladen, wenn ich noch andere Sachen mache, also wenn die Leitung ein bisschen geblockt ist. Das ist schon smooth. So, hier müssen wir jetzt Obacht geben. Boah. Dangerous. Boah. Mist. Ich hab mir übrigens... Oh, war klar, dass du da jetzt hinkacken. Boah, was tust du denn? Hab mir übrigens meine PlayStation 1 von meinen Eltern wieder mit her... Was heißt wieder? Ich hab mir die jetzt mal mitgenommen. Voll cool. Leider. Finde ich die Spiele nicht mehr, die ich hatte. Vor allem ich hatte... Nee, ich warte. Ich hatte ein richtig cooles Snowboard-Spiel. Und leider finde ich es nicht mehr. Ist nur das nicht so coole Skateboard-Spiel drin. So, da ist er. I can breathe underwater now. Nein, er ist ja ein kleines, blasses Ami-Kind mit Schoki. Seht ihr, wir können es jetzt nicht mehr spielen. Ist blöd. Er würde wohl eher sagen, Water. Water. Ich kann euch jetzt mal, also, was wir jetzt machen ist, wir schaffen diese Unterwasserlevel oder generell diese Insel sowieso niemals. Never ever. Deswegen speichere ich. Swimsuit. Und... zeige euch die einfach mal, weil die sind ziemlich cool. Vor allem, ach Quatsch, gibt es ein richtig tolles und das machen wir. So. Und zwar das hier. Und da werdet ihr einen Gegner sehen. Well of Wishes. Den ihr mit Sicherheit wiedererkennt. Ich bin mir sicher, den kennt ihr alle. Habe ich keinen Schuss unter Wasser? Oh. Schnell. Mit das schlimmste Unterwasser, damit ich das Spielen kenne. Ich weiß, Unterwasserlevel sind immer K. Ich weiß, Unterwasserlevel sind immer kacke, aber das ist eins der allerschlimmsten. Die Steuerung ist halt auch so wurstig. Wow. Vor allem, wenn dann gleich... Nee, das wird schon wieder nichts. Ich gehe mal weiter runter. Ich will euch ja eigentlich... Wow, dich meinte ich nicht. Kleiner Wasserteufel. Okay. Warte. Ah.
Ah, die kommt gar nicht bis hier runter. Okay. Seht mal, wir haben da drei kleine grüne Fischis. Da, den meinte ich. Hui! Oh Gott. Geh weg! Zweizahniger Fisch. Verschwinde. Da kann er nicht durch. Ich habe das Level, glaube ich, noch nie geschafft. Nicht mal auf leicht. Gott sei Dank haben wir hier keine begrenzte Luft, ne? Gott sei Dank. Könnte sich die gute Lady Croft mal eine Scheibe von abschneiden. Ui. Oh, noch einer. Oh, shitty. Wo geht's lang? Nicht hier. Ich glaube unten. Ganz... Oh. Ganz sachte. Kleine grüne Fischis. Ach, verdammt. No. Könnten wir noch weiter unten irgendwie nach rechts? Ich dachte, da wäre noch eine... Ah, doch, hier. Eine Passage. Kann ich echt nicht schießen? Ich hatte in Erinnerung, wir können... Oh. Kannst du hier rein? Nee. Ah. Geh bitte weg. Schnell, schnell, Keen. Schnell! Oh! Er soll uns nicht essen. Da hilft auch sein... Oh, eine Luftblase. Da hilft auch sein Zwinkern danach nichts. Das ist trotzdem gemein und bösartig. Mann, wir kommen hier gerade voll gut durch. Also, naja, klar, wir haben keine Punkte gesammelt, aber sonst so. Oh, ist schon wieder falsch. Und überall die Riesen... Also ich glaube, auf leicht ist hier nur ein so ein böser grüner Fisch. Warum spiele ich das? Ich glaube, ich spiele nicht mal auf normal, ne? Ich glaube, ich spiele auf schwer. Ich glaube, das war so ein Anfall von... Oh mein Gott, du kannst nur Let's Plays machen, wenn du sie auf schwer spielst. Boah, was ist das hier? Oh. Okay, warte. Warte. Wait for it. Jetzt. Oh. Wir können Gott sei Dank nur geradeaus schießen. Ah. Runter. Schnell. Nein, 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 runter! Oh, fuck. Wir waren so weit gekommen. Wir haben noch 5 Minuten. Vielleicht mal noch die anderen Inseln hier zeigen. Ihr könnt ja dann mal sagen, welche ich ernsthaft versuchen soll beim nächsten Mal. Isle of Fire. So, geht gut los. Ich mag ja diese Insellevel mit am liebsten, muss ich sagen. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir haben ja Gott sei Dank gespeichert, deswegen scheiße ich gerade ein bisschen auf meine Leben. Upp. Ups. Boah, seht ihr das wieder? So ein Stein. So ein Arschkeksstein. Hier auch. Wetten? Nee. Doch. Oh. Aus dem Weg. Ah! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schwierigkeitsgrad des Todes. Schnell. Oh, da, Feuerteufel. Feuer... irgendwas großes. Feuerwesen. Zack. Oh! War das gleich vorbei. Ich zeige euch mal noch das Tier-Level. Ja, ihr seht schon, nee, ist schwer. Leicht schwer. Ich weiß gar nicht, warum ich mit Keen 4 angefangen habe. Ich glaube einfach nur, weil ich es damals am meisten gespielt habe. Ich habe ja das Commander Keen Complete Pack. Da sind noch drin 1, 2, 3 und ich glaube auch 5. Ich überlege gerade, das 6er hatte ich damals mal als Demo. Ich weiß gar nicht, ob... das mit seinen Albträumen von dem Gemüse auch hier dabei ist, falls das jemand kennt. Keen Dreams hieß das, glaube ich. Und da war so Brokkoli, der einen mit seinem Brokkoli-Kopf kaputt gehauen hat. Nee. Das war an sich ganz witzig. Das war schon cool, aber das war auch sauschwer.
Generell ist Keen einfach total schwer. Ich denke die ganze Zeit, dass nur neuere Jump'n'Runs so schwer sind. Das stimmt gar nicht. Alle waren schwer. Ich habe es nur auf leicht gespielt. Und habe heutzutage keine Auswahlmöglichkeiten mehr, wie schwer ich es gerne hätte. Ich sag nur Janna Sisters, aber die waren damals auch, die hatten es auch in sich. Twisted Dreams ist jetzt halt... Ja, nee. Ja, ich weiß, da müssen wir auch mal weitermachen. Ich glaube, ich werde mal nach den Hausarbeiten oder wenn ich ein bisschen besser dran bin mit meinen Hausarbeiten. Ich zeige euch mal das hier noch zum Abschluss. Das mal machen, weil ich muss ja die ganze Amethystmine nochmal nachspielen, denn wenn ihr euch erinnert, wenn ihr euch erinnert, war das ganze Level, also der ganze Part so lang, wie das Level an sich und bisschen beim Endgegner war, war der Part sowieso vorbei. Das heißt, da ich den eh nicht so schnell schaffen werde, brauche ich ansonsten gar nicht damit anfangen. Deswegen kam jetzt so lange kein Janna Sisters mehr. Oh, jetzt sind wir nur hier. Ist scheiße. Ist scheiße. Bring mich mal wieder runter. Aber ja, wird noch weitergehen. Das und fest. Da muss ich aber mal ein bisschen Zeit investieren. Und nicht die Zeit, wie ich sie gerade gerne hätte. Cupcake-Katze. Oh, seht mal, wir sind besser geworden. Katje. Again. So. Ja, nächstes Mal. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt eins von den Insel-Leveln hattet, das ihr total geil findet. Ich kann mir auch schon denken, welches es sein wird. Dann sagt mir das, dann versuchen wir das beim nächsten Mal tatsächlich.